Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Zeit für ein Gassi to go. Ihr wisst ja, wie das ist. Ne? Die Sonne ist schön, es ist mittags, der Hund muss raus und in meinem Kopf wirren wieder viele Gedanken umher. Und heute möchte ich mit euch mal eine kleine Studie durchführen. Ja, eine Studie. Ja, ich gebe zu, das Wort ist ein bisschen groß. Ich möchte eigentlich nur eine klitzekleine Sache mit euch diskutieren. Und aufgepasst, ich möchte, dass ihr heute nur mit einem einzigen Wort in den Kommentaren auf dieses Video reagiert. Merkt euch schon mal, nur ein einziges Wort. Wartet ab. Also, worum geht's heute? Ich will von euch heute hochphilosophische Antworten auf die Frage Zufall oder Schicksal. Wie komme ich drauf? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber irgendwie hat man es ja manchmal. Und dann ist immer die Frage, ja, kann es so einen Zufall geben? Oder gibt es dann doch so etwas wie Schicksal? Und wenn ich an Schicksal glaube, ist das dann zwanghaft damit verbunden, dass ich an ein göttliches Wesen glaube? Und wenn ich nicht an Gott glaube, muss ich dann automatisch an den Zufall glauben? Ja, gar nicht so einfach. Aber wenn wir es mal runterbrechen, für mich als jemanden, der im Bereich Mathematik unterwegs ist und jedes Jahr irgendwie mal Stochastik unterrichtet, ist das eigentlich total einfach. Ne? Alles ist Zufall. Total simpel. Das heißt, es gibt einfach eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, meistens in Prozent ausgedrückt, mit der ein Ereignis geschieht oder eben nicht geschieht. Und dann muss man, und das gehört eben zur Wahrscheinlichkeitsrechnung dazu, eben verstehen, dass es manchmal, egal wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, sie eben trotzdem eintritt. Ne? Das kann Roulette-Spielen sein, das kann aber auch alles andere sein. Aber manchmal und irgendwie gefühlt ganz häufig erlebt man genau diese unglaublichen Zufälle eben doch. Und man denkt so, das kann einfach nicht sein, dass ich dich jetzt hier treffe. Ne? Nach 20 Jahren und wir haben wohnen ganz woanders und sind im Urlaub und ihr kennt das ja. Und trotzdem trifft man sich da. Und da gibt es jetzt nicht wenige Menschen, die sagen, es gibt keine Zufälle, es gibt nur Schicksal. Schauen wir uns die Seite des Schicksals an, dann ist das immer so eine Sache, womit ich schwer umgehen kann. Aber das ist absolut persönlich. Wenn es also ein Schicksal gibt, dann müsste man ja irgendwie davon ausgehen, dass es eine höhere Macht gibt, die entweder alles schon für jemanden entschieden hat, oder das Ganze fortwährend entscheidet. Und wenn man an Schicksal glaubt, dann ist da nicht die Konsequenz, dass man jegliche Entscheidung, die man trifft, gar nicht selber trifft? Für mich wäre das eine ganz beängstigende Situation, denn dann, wie ist denn das dann mit Aufklärung und allem, was dazugehört? Also ist Schicksal gleich, ich glaube an ein höheres Wesen und ich treffe keine Entscheidung, weil alles schon aufgezeichnet ist und ich das praktisch nur runterlebe? Ihr seht, so einfach ist das mit Zufall und Schicksal nicht. Also für mich irgendwie schon. Ja, und jetzt will ich das Ganze einfach mal von euch wissen. Ich möchte von euch jetzt ganz einfach wissen, was ist es für euch? Ist es für euch Zufall oder Schicksal? Ab in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Okay, das war's.